Liebe Facebook-Community von Sachsen-Anhalt Tourismus, herzlich willkommen hier in der Autostadt Magdeburg. Herzlich willkommen im Namen der MMKT Magdeburg Marketing und natürlich auch in meinem Namen. Ich heiße Hermann Mensink und ich bin Ihr Stadtführer auf diesem virtuellen Rundgang durch die Autostadt Magdeburg. Ja, die Autostadt Magdeburg, das haben viele Leute gar nicht so direkt auf dem Zettel. Viele sind vielleicht schon mal über die Autobahn nach Berlin hier vorbeikommen, über die A2 oder über die A14 nach Dresden. Beim nächsten Mal müsst ihr auf jeden Fall anhalten, denn hier, diese Autostadt Magdeburg, die Altstadt hier, das ist eine richtige Perle. Das kann ich euch garantieren und das werden wir nachher mal kurz anschauen. Ja, die Autostadt Magdeburg hat eine reiche Geschichte, über 1200 Jahre alt schon. Das erste Mal, dass Magdeburg erwähnt wurde, war im Jahre 805 unter Karl den Großen. Und da wurde diese Magdeburg als die Magadoburg erwähnt. Und diese Magadoburg war ein Grenzkastell an der Elbe. Und diese Grenzkastell westlich der Elbe war ja das christliche fränkische Land, östlich der Elbe das heidnische slawische Land. Von Karl der Große gehen wir dann zu Otto den Großen. Wir lassen mal kurz ein paar Fahrräder vorbei. Zum Jahre 929. Kaiser Otto I. heiratete seine englische Prinzessin Editha von Wessex aus England. Und die zwei haben hier diese Magadoburg als ihre favorite Residenz ausgewählt. Und diese favorite Residenz wurde auch sogar ihr Liebesnest. Wir lachen noch ein paar Fahrräder durch. Ganz schnell. Ja, diese favorite Residenz wurde dann auch ihr Liebesnest. Es ist sogar so, dass während der Hochzeit oder nach der Hochzeitsnacht hat die Editha diese Stadt Magdeburg als ihre Morgengabe bekommen, als Hochzeitsgeschenk sozusagen. Ja, und diese Morgengabe war damals so etwas wie eine Lebensversicherung. Ja, der Kaiser Otto, das war ein Reisekönig und wenn ihm unterwegs was zustößen würde, würde Editha also leben von den Einnahmen der Stadt Magdeburg. Es ist leider nicht so weit gekommen. Editha ist sehr jung gestorben, 36 Jahre alt nur, und Otto hat wieder geheiratet mit Adelheid von Burgund. Und Adelheid hat für ihn den Weg freigemacht, um der erste Kaiser zu werden des Heiligen Römischen Reiches Deutsche Nationen. Und dieses Heilige Römische Reich, das erstreckte sich von Rom bis an die Nordsee, bis an die Ostsee. Und die Magadoburg, das war damals schon ein Machtzentrum. Die Magadoburg wurde auch das dritte Rom genannt. Rom war natürlich das Machtzentrum. Und dann kam Byzanz. Und dann kam Magdeburg. Wir waren das dritte Rom. Ja, wir kommen hier bei einem wunderschönen Baum. Und wenn man genauer hinschaut, sind es drei Bäume. Wir sind hier an einer der Frauenorte in Sachsen-Anhalt. Frauenorte sind dort errichtet worden, wo wir bedeutende Frauen in diesem Bundesland ehren. Und ja, hier steht diese Frauenort natürlich für die Ottoninnen, die drei Ottoninnen, Editha, Adelheid und Theophanu. Und diese drei Ottoninnen werden hier geehrt mit einem Baum aus ihrer jeweiligen Heimat. Wir sehen hier eine Traubeneiche, so wie es in England vorkommt, die Heimat der Editha. Wir sehen für die Adelheid eine Rosskastanie und für Theophanu eine Haselnuss. Ja, Theophanu war die Frau des Otto des Zweiten, also die Schwiegertochter von Otto. Im Mittelalter, da wurde Magdeburg eine richtig wichtige, reiche Handelsstadt und auch Hansestadt. Wichtig im Mittelalter war das Magdeburger Recht, das war sehr bedeutsam. Im deutschen Raum gab es damals drei Gesetzbücher, im norddeutschen Recht das Lübecker Recht, im süddeutschen Raum das süddeutsche Recht und im Osten, da galt hier das Magdeburger Recht. Und dieses Magdeburger Recht hatte die weiteste Ausdehnung nach Osten, bis in der Ukraine, bis nach Kiew. Also in Polen sind etwa 70 Städte auf dem Magdeburger Recht begründet. Auch
in der Tschechei und in der Slowakei etwa 60 Städte, die auf dem Magdeburger Recht gegründet wurden. Ganz wichtige Städte wie Prag, Pilsen, Bukarest, Budapest, die sind alle auf dem Magdeburger Recht begründet. Ja, auch ganz bedeutende Sätze, die wir heute noch kennen. Wer zuerst kommt, malt zuerst. Dieser Satz ist auch hier in Magdeburg geboren. Also ihr merkt schon, wir haben eine ganz reiche Geschichte. Ja, leider ist diese Stadt auch zweimal schwer zerstört worden. Einmal am 10. Mai 1631 im Dreißigjährigen Krieg. Innerhalb von 3 Tagen wurde die Magadoburg geplündert, geraubt, niedergebrannt von den katholischen Truppen. Und aus ehemals 25.000 Einwohnern haben es nur 450 erlebt. Nur 450 überlebten dieses Massaker von Magdeburg. Ja, das zweite Mal, dass die Autostadt Magdeburg zerstört wurde, war in 1945 am 16. Januar. Und auch dort innerhalb von 20 Minuten lagen 90% der Innenstadt in Schutt und Asche. Aber diese Stadt wurde wieder aufgebaut. Vieles wurde wieder schön restauriert. Einmal natürlich für die Magdeburger, die stolz sind auf ihre Stadt. Und einmal für euch zu Hause, die Besucher der Touristenstadt Magdeburg. Kommt mit, ich zeige euch noch ein bisschen von diesem Domviertel. Ja, da sehen wir hinter mir dann auch schon gleich den Magdeburger Dom. Gebaut zwischen 1209 und 1520. 311 Jahre haben die Leute dafür gebraucht, um diesen Magdeburger Dom zu bauen. Da ist ja der Flughafen in Berlin ein Klecks dabei. Ja, aber das Ergebnis kann sich dann natürlich auch sehen lassen. Dieser Kaiserdom, wie man es auch nennen darf, ja, hier sind der Kaiser und seine Frau Editha, seine erste Frau Editha, auch beerdigt worden. Ja, der stand nicht immer hier vor diesem Dom, da gab es schon den Ottonischen Dom. Und der ist in 1207 bei einem Stadtbrand erwischt worden. Und dann hatten wir einen ganz jungen Erzbischof, Albrecht von Käfenburg hieß der. Und der hatte in Paris studiert, an der Sorbonne. Und Albrecht von Käfenburg hat in Paris gesehen, wie Notre Dame gebaut wurde, wie Saint-Denis gebaut wurde. Und ja, sowas will ich auch, muss er sich gedacht haben. Somit wurde dieser Magdeburger Dom mit seinen 100 Meter hohen Türmen im gotischen Baustil der erste gotische Dom Deutschlands. Auch der einzige, der auch noch im Mittelalter fertig wurde. Und ja, 1520 bis heute, 2020, wir feiern gerade den 500. Geburtstag. Ja, da waren einige Feierlichkeiten angedacht, aber dann kam natürlich Corona dazwischen. Wir sehen hier auch im Westportal des Domes eine Skulptur unseres Kaisers Otto den Großen. Ja, und an anderer Seite, wenn Sie gleich hinter mir schauen, da sehen wir das neue Zuhause von Otto und Editha. Das ist das Dommuseum Ottonianum Magdeburg. Seit 1,5 Jahren neu, ein niegelnagelneues, frisches, interaktives Museum, wo man auch mit den Kids vielleicht hingehen kann. Viele Dinge, die man da selber interaktiv unternehmen kann, mit Videosequenzen, Computeranimationen und dabei natürlich auch die Originale von 1000 Jahren her. Da könnt ihr römische Säulen anschauen, die Otto nach Magdeburg gebracht hat. Römische Säulen aus der Antike, aus dem 3. Jahrhundert, hat Otto der Große hier nach Magdeburg gebracht, um diese Stadt noch mehr Glanz und Gloria zu geben. Ja, wenn ihr mal mit den Kids in das Ottonianum hineinschaut, da kann man auch einmal mal selber Erzbischof von Magdeburg spielen. Das hat man vielleicht noch nicht gemacht. Ja, wir kommen dann allmählich vom Dom auf den Domplatz. Und der Domplatz, wenn ihr mal in der Richtung schaut, da sehen wir, der ist umrahmt von schönen barocken Gebäuden aus dem 17. Jahrhundert. Und mitten auf dem Domplatz, vor allem in dieser Jahreszeit und bei diesem Wetter, macht es für die Kleinen natürlich Spaß, um unter diese schönen Fontänen zu planschen. So ist hier in Magdeburg immer was los.
Und wie ihr seht, in Corona-Zeiten, wir haben Platz genug. Die 2 Meter Abstand, das geht hier ganz leicht in Magdeburg. Ja, wie die Kinder hier schön planschen auf dem Domplatz, wenn nicht gerade Domplatz Open Air ist. Jedes Jahr im Juni, während 3 Wochen, haben wir hier das Domplatz Open Air. Große Musicals haben wir hier schon gefeiert in Magdeburg, wie die West Side Story, Jesus Christ Superstar. Und für dieses Jahr wäre das Musical Rebecca dran gewesen. Ja, wie gesagt, Covid-19 kam leider dazwischen. Und jetzt ist Rebecca, das Musical Rebecca, für nächstes Jahr 2021 geplant. Und was ich euch auf jeden Fall empfehlen kann, frühzeitig Tickets buchen. Wir hatten über die letzten Jahre immer eine Auslastung von zwischen 94% und 98%. Das müsst ihr mal vorstellen. Über 3 Wochen lang 94% bis 98% Auslastung. Und damit ist die Autostadt Magdeburg unter der Top 5 angekommen in Deutschland, was Freilichtbühnen und Musicals betrifft. Ja, und Ende des Jahres, da findet hier auf dem Domplatz auch die Lichterwelt Magdeburg statt. Die Lichterwelt, das sind 60 Skulpturen über die ganze Innenstadt verteilt in 1,2 Millionen LED-Lichter. Und diese 60 Skulpturen, lebensgroß, größer wie ich, und ich bin schon 2 Meter, die erzählen uns die ganze Geschichte Magdeburgs. Auf jeden Fall mal hinschauen. Ich hätte vielleicht ein paar Fotos dabei gehabt, aber die Qualität ist nicht so gut. Also besser, wenn wir nachher fertig sind. Schaut ihr mal auf der Internetseite www.lichterweltmagdeburg.de. Wie gesagt, über die ganze Innenstadt, rund um den Weihnachtsmarkt, da stehen diese Skulpturen mit 100 Kilometer Lichterkette. Man macht hier richtig schöne Bilder und man nimmt richtig schöne Erinnerungen mit nach Hause. Die Lichterwelt Magdeburg. Ja, Magdeburg hat heute 241.000 Einwohner und ist die Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts. Und hier hinter mir, in diesen schönen barocken Gebäuden, da tagt der Landtag Sachsen-Anhalts. Und so kommen wir allmählich von geschichtsträchtigen Gebäuden zur grünen Zitadelle Magdeburgs. Wenn nun jemand ein grünes Gebäude erwartet, dann haben sie es falsch. Ein pinkes Gebäude, das nennt man die grüne Zitadelle von Magdeburg. Ja, der österreichische Architekt und Künstler Friedensreich Hundertwasser, der hat hier in Magdeburg sein letztes Projekt hinterlassen. Das erste Projekt steht in Wien, das ist das Hundertwasserhaus. Und alle anderen, also das letzte Projekt hier in Magdeburg. Ja, es gibt auch nur ein Hundertwasserhaus in der Welt. Wie gesagt, das steht in Wien. Dieses nennen wir ab und zu Hundertwasserhaus, ist aber nicht richtig. Es hat den Namen die grüne Zitadelle von Magdeburg. Ja, ein Friedensreich Hundertwasser hat diese grüne Zitadelle gebaut nach den vielen Philosophien, die er schon 1967 niedergeschrieben hat in seinem Manifest. Und eine von diesen Philosophien ist, dass die gerade Linie, die ist gotteslos. Wenn wir dort sehen, diese gerade Linien, sowas gibt es in der Natur nicht. Ein Fluss fließt nicht gerade, ein Baum wächst nicht gerade und auch ein Waldweg führt nicht gerade. Und wenn Sie hier hinter mir in der grünen Zitadelle einen Spaziergang machen, dann sind die Wege so gepflastert und uneben wie ein Waldweg. Und das ist, was Hundertwasser nennt, eine Symphonie für die Füße. Ja, das müsst ihr unbedingt mal miterleben und hier nach Magdeburg kommen, in die Autostadt. Ja, da habe ich noch nicht erklärt oder noch nicht verraten, warum diese pinke Gebäude nun grüne Zitadelle heißt. Ja, eine andere Philosophie von Hundertwasser ist, dass alles, was wir der Natur wegnehmen, das müssen wir ja auch zurückgeben. Und so ist es, dass, wenn man die grüne Zitadelle mal von oben anschaut, schau mal, 98% der Dächer sind mit Garten und Parks bepflanzt. Und so sieht die grüne Zitadelle
von Magdeburg aus. Ihr könnt ja auch eine Führung mitmachen, kann man einfach buchen hier bei der Touristinformation in Magdeburg. Ja, die Grüne Zitadelle ist genannt nach einem Gefängnis auf einer Insel in der Elbe. In der preußischen Zeit war die Zitadelle von Magdeburg ein berühmt-berüchtigtes Gefängnis. Unmöglich, um da zu entkommen, so wie Alcatraz in San Francisco. Ganz große, ja, berühmte Leute waren hier Insassen in der Zitadelle von Magdeburg. Unter anderem Charles de Gaulle, der französische Präsident, Werner von Siemens, der Gründer der Siemens-Werke, und auch Roland Garros. Ihr kennt ja die französischen Tennismeisterschaften aus Paris. Die sind nach ihm genannt. Roland Garros war ein Flugpionier und 1916 im Ersten Weltkrieg war er inhaftiert hier in der Zitadelle von Magdeburg, dieses Gefängnis auf der Elbe. Aber die Zitadelle hat auch noch einen anderen Namen. Cittadella, sagen die Italiener. Und Cittadella, das steht für eine kleine City, eine kleine Stadt. Wir haben hier im Hause ein Hotel mit über 50 Zimmern. Wir haben 50 Mietappartemente und die Bewohner brauchen nicht aus dem Haus heraus. Alles, was man braucht zum Leben, findet man hier in dieser grünen Zitadelle von Magdeburg. An der anderen Seite ist ein kleines Theater. Dort ist ein Buchladen. Hier oben ist ein Kindergarten. Es gibt hier Restaurants, einen Supermarkt, Arztpraxen, Zahnärzte. Das alles findet man hier in der Zitadelle von Magdeburg. Ja, und hier oben auf dem Turm, da hat man auch sogar die Möglichkeit zu heiraten. Das Standesamt Magdeburg hat dies hier eingerichtet als Außenstelle. Und wenn es dann mit dem Ehemann nicht so gut klappt, es gibt ja auch sehr gute Anwälte in der grünen Zitadelle. Ja, und wir sehen hier die großen Kugeln, Goldkugeln. Die Menschen, die hier wohnen in der grünen Zitadelle, die sollten sich fühlen wie die Könige. Und auch über die Fenster. Auch über die Fenster, da sieht man hier den Schlussstein. Und das ist bei den, ja, wenn man in der Gotik und in der Romanik sieht, immer der wichtigste Stein in einem Bogen. Ja, dieser Schlussstein. Wenn man diesen Weg zieht, dann fällt ja der ganze Bogen zusammen. Na, hier ist es so, dass diese Schlusssteine über die Fenster so etwa wie kleine Krönchen aussehen. Wenn die Leute aus dem Fenster schauen, haben sie schon eine Krone auf dem Kopf. Hundertwasser hat schon darüber nachgedacht. Ja, es gibt noch viel mehr Philosophien von Hundertwasser, die wollen wir euch heute noch nicht verraten. Aber warum hier 900 unterschiedliche Fenster sind, warum hier tanzende Fenster sind, warum diese ganze Säulengalerie, 154 Säulen tragen das ganze Haus und keine zwei sind die gleichen. Na, diese Philosophien, die verraten wir euch alle. Wenn ihr hier nach Magdeburg kommt, eine schöne Führung macht in diese grüne Zitadelle oder auch mit der Touristinformation Magdeburg. Ja, so sind wir allmählich an der Ende gekommen von unserer kleinen Citytour durch die Altstadt von Magdeburg. Wir haben euch erst die Hälfte verraten. Die Altstadt von Magdeburg, das ist einmal das Domviertel, das haben wir jetzt kennengelernt, und einmal das Marktviertel. Ja, dann gibt es außerhalb von Magdeburg noch das große Wasserstraßenkreuz bei Rotensee. Vielleicht könnt ihr das vorstellen, wenn sich zwei Wasserwege kreuzen. Na, hier bei Magdeburg, da kreuzen sich drei. Also von Westen kommt der Mittellandkanal, vom Osten der Elbe-Havel-Kanal und von Süden kommt die Elbe. Hier sieht man Schiffe übereinander fahren. Das ist schon ganz einzigartig hier in Deutschland. Solltet ihr auch auf jeden Fall besuchen. Ja, Magdeburg ist eine der grünsten Großstädten Deutschlands mit unseren großen Parkanlagen. Mit unseren großen Parkanlagen wie der Elbauenpark, mit dem Jahrtausendturm, eine schöne Ausstellung über 6000 Jahre Menschheitsgeschichte. Aber auch die Kleinen, die können das schön mit der Zipline, die können mit der Sommerrodelbahn. Und ja, das könnt ihr alles hier in Magdeburg entdecken. Reisen dürfen wir noch nicht, aber bald. Aber träumen darf man schon von Magdeburg. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ein schönes Wochenende wünsche ich euch. Bleibt gesund. Und bis bald hier in der Ottostadt Magdeburg. Euer Hermann Mensing. Tschüss.